Das Internet ist voll von gefakten mythologischen Wesen. Doch heute zeige ich euch die glaubwürdigsten und echten Wesen auf Kamera aufgenommen. Heute für euch 10 echte Meerjungfrauen auf Video aufgenommen. Es ist eure Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Dieses Video wurde in Israel aufgenommen. Zwei Kinder beobachteten die Wellen, aber plötzlich sah einer der Kinder, wie sich etwas Seltsames zwischen den Steinen bewegte. Die Kinder bezeugen auch, dass sie mit ihren eigenen Augen eine Gestalt gesehen haben, die der einer Meerjungfrau ähnelt. Im Jahr 2013 war eine Gruppe von Touristen auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ein Passagier filmte das Wasser, doch auf einmal befand sich auf einem Stein im Meer ein Wesen mit einem scheinbaren echten Meerjungfrauenkörper, der sich bewegte. In den Philippinen nahm eine junge Gruppe von Jungs das Wasser auf. Während der Aufnahme erschien eine Kreatur, die wie eine Meerjungfrau aussieht. Wobei ich denke, dass es sich hierbei um einen Delfin handelt. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Chilo Pepin war ein 10-jähriges Mädchen, das an einer Fehlbildung leidete. Statt Füße hatte die 10-Jährige so etwas wie einen Schwanz. Diese Krankheit nennt man das Meerjungfrauensyndrom. Bei der Geburt meinten die Ärzte, dass sie nur ein paar Wochen leben wird. Dennoch lebte sie dann 10 Jahre lang und starb in ihren 10. Lebensjahr an einer Lungenentzündung. Ein paar Jungs beschlossen im Sommer eine Klippe zu besteigen, um die Landschaft aufzunehmen. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass sie gleich Zeugen von einem überraschenden Phänomen werden, denn sie nahm auf, wie eine Meerjungfrau aus dem Wasser sprang. Wenige Sekunden später verschwand sie wieder. Videoanalystiker analysierten das Video und meinten, dass das Video kein Fake sein kann. Die Küstenmarine von Costa Rica wollte ein Testvideo von der Marina aufnehmen, aber das, was dann auf dem Video zu sehen ist, ist kaum zu glauben. Man kann deutlich sehen, wie eine Meerjungfrau zurück ins Wasser taucht. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr an Meerjungfrauen oder ähnliches? Habt ihr vielleicht schon mal so etwas Ähnliches gesehen? Schreibt mir doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare.